Hallihallo! Heute schauen wir uns die Lebensform nach Ranquier an. Zunächst einmal klären wir, wer Ranquier war und was er sich bei seinem System der Lebensformen dachte. Dann aber natürlich, was denn diese Lebensformen eigentlich sind, welche es gibt, und zuletzt schauen wir noch einmal auf die Anwendungsmöglichkeiten sowie Erweiterungen, auch mit Blick auf die Grenzen des Systems. Also, auf geht's! Christiansen Ranquier verweilte von 1860 bis 1938 auf unserer Erde, war gebürtiger Däne und wurde vor allem durch sein System der Lebensformen nach Ranquier bekannt, welches noch heute in Mitteleuropa häufig verwendet wird. Sein System gruppiert die Pflanzen vor allem nach der Lage ihrer Überdauerungsknospen, um die ungünstige Jahreszeit, also in der Regel den kalten Winter oder auch Trockenperioden, zu überstehen in sogenannte Lebensformen. Dieses System veröffentlichte er 1905 unter dem Titel Type biologique pour la géographie botanique, also zu Deutsch etwa biologische Typen für die botanische Geographie. Wie der Name verrät, wollte er mit dieser pflanzenbiologischen Charakterisierung der Vegetation klimatische Erdbezirke, sogenannte Pflanzenklimate, herausarbeiten. Dazu kommen wir aber gleich noch kurz. Während das nie so großen Anklang fand, wurde sein grundlegendes System der Lebensformen ein Renner. Was versteht man aber unter diesen Lebensformen? Nach einem Wörterbuch der Ökologie versteht man darunter Organisationstypen von Organismen, die an bestimmte Bedingungen ihrer Umgebung durch gleiche Struktur, Entwicklungs-, Lebensweise oder Verhaltenseigenschaften angepasst sind. Lebensformen lassen sich nach den verschiedensten Gesichtspunkten klassifizieren. Bei Pflanzen wird eben häufig das Ranquiersche System der Lebensformen angewandt, das die Art der Überdauerung der ungünstigen Jahreszeit zur Grundlage nimmt. Oftmals werden die Begriffe Lebensform und Wuchsform synonym verwendet. Per Definition kann man sie aber tatsächlich unterscheiden. Die Wuchsform beschreibt das Erscheinungsbild, quasi den Bau einer Pflanze auf Basis der Lagebeziehungen einzelner Pflanzenorgane zueinander. Also eben Baum, Strauch, Kraut und so weiter. Und wenn man die Gestalt einer Pflanze in Zusammenhang mit der Überlebensstrategie bzw. ökologischen Anpassungen an ihren Lebensraum beschreibt, dann spricht man von Lebensformen. Wie ihr gleich sehen werdet, fallen dann zum Beispiel Bäume und Sträucher in dieselbe Gruppe, da man nach einer gemeinsamen Anpassung, in diesem Falle der Lage der Knospen, schaut. Solche morphologischen sind die ältesten Klassifikationssysteme für Pflanzen. Okay, man kann Pflanzen also nach verschiedenen Eigenschaften gruppieren. Dahinter stehen oftmals Anpassungen an Faktoren wie Wasser, Boden, Nährstoffversorgung und Temperatur. Wenn man so will, resultiert die Überdauerungsstrategie der Pflanzen aus diesen abiotischen Bedingungen, hauptsächlich der Temperatur, nämlich Frost oder Hitze. So habe ich das gelernt. Aber alles steht ja miteinander in Wechselwirkung. Auslöser für den Stress der Pflanzen sind nicht nur direkte Einflüsse, zum Beispiel in Form von Erfrierungen oder Sonnenbrand, sondern auch indirekte. Denn in beiden Fällen kommt es zu einem Mangel an flüssigem Wasser. Grund für den Laubfall unserer mitteleuropäischen Wälder ist ja zum Beispiel der Wassermangel, also sozusagen Durst- und Trockenstress, mehr als die direkte Frostsprengung zum Beispiel. Ebenso wirkt sich die Temperatur dann auf den Boden, die Aktivität der Mikroorganismen und zum Beispiel auf die Nährstoffverfügbarkeit aus. Und so ergeben sich die ungünstigen Bedingungen aus verschiedenen Faktoren. Gut, ich denke, als Einleitung sollte das genügen. Ehe wir nun wirklich einsteigen, noch ein kurzer Hinweis oder besser gesagt etwas zum Hintergrund, denn wie ihr gehört habt, ist das Originalkonzept ein gutes Jahrhundert alt. Während meiner Recherchen bin ich in der Literatur und auch alten Vorlesungsfolien verschiedener Dozenten auf einige Unstimmigkeiten oder nennen wir es mal Abweichungen gestoßen. Und möglicherweise wird euch das nun im Laufe des Videos auch so gehen, wenn euch das Modell bereits vorgestellt wurde oder ihr verschiedene Werke anseht. Daher versuche ich das einmal klarzustellen. Seit der Erstveröffentlichung 1905 ist das Konzept mehrmals überarbeitet worden. Und zwar zum einen von Ranquier selbst und zum anderen auch durch einige Autoren auf verschiedene Weise adaptiert und veröffentlicht. Wie durch Ellenberg, Dierschke, Krumbiegel, Nentwig, Larcher und so weiter. So ist mal die Rede von 30, 10, 8 oder 5 Lebensformen und auch die Bezeichnungen oder Definitionen gehen leicht auseinander. Für mich gab es da jetzt nur eine Möglichkeit. Ich habe nach dem Original recherchiert und es tatsächlich auch gefunden. Allerdings, wie ihr dem Titel ja entnehmen konntet, en français, also auf Französisch. Und da haben sich dann die 4 Jahre dritte Fremdsprache Französisch dann endlich mal ausgezahlt. Ranquier selbst hat unter anderem in den Jahren 1907, 1910 und 1934 sein System
und zwar einmal auf Dänisch und schließlich auf Englisch, erneut überarbeitet. Die Links findet ihr übrigens alle in den Quellen. Also habe ich das mal etwas aufgedröselt und wie der Titel verspricht, nenne ich immer auch die Originaleinteilung nach Ranquier. Bei zwei Lebensformen jedoch findet sie in dieser Form kaum mehr Anwendung. Dann nenne ich die heute meistverwendeten Subtypen dazu. Wenn ihr aber das Grundprinzip verstanden habt, dann versteht ihr sicher auch all die Abwandlungen. In einer Veröffentlichung von 1910, die dankbarerweise ins Deutsche übersetzt wurde, sagte er zunächst: Ich wählte daher zur Grundlage für meine Reihe von Lebensformen die Anpassung der Pflanzen an die ungünstige Jahreszeit, mit besonderer Rücksicht auf die Schutzeinrichtungen der ausdauernden Knospen oder Sprossenden. Gut, das haben wir ja schon geklärt. Aber jetzt wird es spannend. Die 30 Lebensformen sind so beschaffen, dass jeder wissenschaftlich gebildete Botaniker oder Geograf danach die Lebensform jeder in der Natur gefundenen Art bestimmen kann, wenn nur die gefundenen Exemplare überhaupt in bestimmbarem Zustand sind. Also, hier ist die Rede von 30 Lebensformen. Gemäß seines durchnummerierten Inhaltsverzeichnisses, das ich mal versucht habe zu übersetzen, sind das diese hier. Allerdings war es denkbar schwer, hierfür die genaue Definition zu finden, da wie gesagt eine gewisse Sprachbarriere besteht und diese Gliederung ja auch im Weiteren nicht so ausführlich mehr behandelt wird. Also diese Gliederung hier ist auf Dänisch. Weiter heißt es dann, ich habe deshalb in der Veröffentlichung von 1907 aus diesen 30 10 Lebensformen oder Gruppen von Lebensformen gebildet, die im Folgenden auch benutzt werden sollen. Darauf folgt dann diese Tabelle, nur natürlich in etwas altmodischer, und sie umfasst 10 Lebensformen, die da wären Stammsukkulenten, Epiphyten, Mega- und Mesophanerophyten, Mikrophanerophyten, Nanophanerophyten, Chamäphyten, Hemikryptophyten, Geophyten, Helo- und Hydrophyten sowie Therophyten. Anschließend schreibt er: Die letzten 8 Lebensformen der obigen Liste bilden eine zusammenhängende Reihe, in welcher jede einzelne Form im Großen und Ganzen besser für die ungünstige Jahreszeit ausgerüstet ist als die vorhergehende, also Therophyten folglich am besten. Da Stammsukkulenten und Epiphyten indessen nicht zwischen die 8 anderen Lebensformen eingeschoben werden können, habe ich sie zusammen an den Anfang der ganzen Reihe gestellt. Okay, also 30 Lebensformtypen hat er schon mal zu 10 zusammengefasst. Diese wiederum auf 8 reduziert, da Epiphyten und Stammsukkulenten klimatische Besonderheiten sind, die nicht so recht hineinpassten. Heutzutage ist oftmals noch die Rede von 5 Haupttypen und diese sind auch konstant durch alle Werke, damals von 1905 bis heute. Diese, die Hintergründe und Anwendungen zu verstehen, das ist Ziel dieses Videos. Ja, und die Zeichnung zu diesem theoretischen Modell kennen sicher viele von euch und wir bringen da jetzt mal ein bisschen Farbe rein. Die gröbste Einteilung der Lebensformen nach Ranquier, entsprechend der Lage der Überdauerungsknospen, findet in diese 5 Hauptgruppen statt. Phanero, Chamä, Hemikrypto, Krypto und Therophyten. Ausschlaggebend für die Gruppierung ist erstmal hauptsächlich die Lage dieser Überdauerungsorgane bzw. Knospen. Wir gehen nun etwas genauer auf die 5 Haupttypen ein. Die erste Hauptlebensform stellen die Phanerophyten dar. Bei ihnen befinden sich die Überdauerungsknospen an aufrechten Trieben und folglich mit geringem Schutz vor extremen Temperaturen. Daher werden, oder eher wurden, sie auch als Luftpflanzen bezeichnet. Anpassungen finden teilweise durch Knospenschuppen, den bekannten Blattfall oder spezielle Blattstrukturen wie Hart-, Nadel- oder Rollblätter statt. Die Arten, die dieser Lebensform zugeordnet werden, machen 7% aller Arten in Mitteleuropa aus. Außerdem nennt Ranquier sie als vorherrschend in den Tropen und bezeichnet das dortige Klima als Phanerophytenklima. Wälder wären aber auch im Großteil Mitteleuropas die Klimaxvegetation, also sozusagen das Endstadium. Da dies jedoch nicht mehr so ist und folglich hier bei uns das Hemikryptophytenklima vorherrscht, hat vor allem mit der vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft zu tun. Aber da komme ich gleich auch noch drauf. Ranquier teilte die Phanerophyten entsprechend der Belaubungsdauer, dem Vorhandensein von Knospenschutz und innerhalb dessen nochmal nach Höhen im Original in weitere 15 Subtypen. Es gibt also immergrüne Phanerophyten mit Knospenschutz, immergrüne ohne Knospenschutz und laubabwerfende mit Knospenabdeckung. Man kann diese gruppierten Phanerophyten dann noch gemäß ihrer Wuchshöhe in Mega-, Meso-, Mikro- und Nanophanerophyten teilen. Inzwischen kommen als 5. meist noch die Makrophanerophyten hinzu.
Ranquière geht in seiner Erstveröffentlichung gar nicht genauer auf die Entfernung der Knospen zum Boden ein. Erst spätere Überarbeitungen, zum Beispiel nach Ellenberg und Müller-Dombois 1967, führten Zentimeterangaben auf. Mal werden in Zeichnungen 30, mal 50 und manchmal sogar 5 Meter angegeben. Auch das Kriterium der Verholzung wurde wohl erst später hinzugefügt. Es handelt sich jedoch um ausdauernde Pflanzen, bei denen das oberirdische System folglich oftmals verholzt. Man kann sich also schnell denken, dass hier Bäume und Sträucher dazuzählen. Bei den Bäumen brauche ich wohl gar nicht groß Beispiele nennen. Unsere heimischen Vertreter wie Buche, Eiche, Esche, Weide und so weiter fallen hier runter. Bei den Sträuchern sind es zum Beispiel Weißdorn, Holunder, Ilex, Hasel, Schlehe, Faulbaum und so weiter. Anfangs haben wir von Ranquière selbst gehört, dass Epiphyten, also Aufsitzerpflanzen, und Stammsukkulenten wie Kakteengewächse mehr oder weniger hier erstmal abgestellt wurden. Diese finden sich jedoch vor allem in den tropischen und subtropischen Gebieten. Etwas verwunderlich ist dann der Ausdruck Krautstammpflanzen oder auch krautige Phanerophyten. Dieser Subtyp kommt tatsächlich beinahe ausschließlich in den Tropen vor und umfasst ausdauernde hohe Pflanzen, die allerdings einen Scheinstamm durch dicht aneinandergereihte Blattscheiden ausbilden, so zum Beispiel Bananen. Ellenberg schreibt übrigens, dass es Lianen, welche als haftend, windend oder Spreizklimmer existieren und manchmal hier aufgeführt werden, in allen Lebensformen gäbe. So führt er Clematis vitalba, die Waldrebe, und Lonicera periclimum, das Waldgeißblatt, zu den phanerophytischen Lianen. Latyrus pratensis, die Wiesenblatterbse, zu den Hemikryptophyten. Calystegia sepium, die Zaunwinde, zu den Kryptophyten, und Gallium apparine, das Klettenlabkraut, zu den Therophyten. Die Phanerophyten kann man auch unter die Konkurrenzstrategen nach Grime fassen. Wenn die Bedingungen nicht zu extrem sind, sondern eher im Mittel, es also nicht zu kalt, zu trocken, zu nass ist, dann sind diese ausdauernden Arten im Vorteil. Sie stecken viel Energie in die Ausbildung der unterirdischen Biomasse und ihres Wurzelsystems und leben viele Jahre, weshalb sie oftmals verholzen, aber weniger Energie in eine hohe Produktion von Samen stecken. Ihre Großwüchsigkeit verschafft ihnen dafür Konkurrenzvorteile. Die Chamäophyten bilden die zweite Hauptlebensform. Hier befinden sich die Überdauerungsknospen à peu de distance de la terre, also in kurzer Entfernung zum Erdboden oder anders ausgedrückt in Bodennähe. Die Strategie dieser Lebensform liegt darin, während der ungünstigen Zeit einen Schutz in dieser geringen Höhe durch die Schneedecke oder bei den Polsterpflanzen, zum Beispiel im Gebirge, durch den dichten, halbkugeligen Wuchs der Pflanzen selbst zu erzielen. Diese Lebensform kann etwa 10% der mitteleuropäischen Arten zugeordnet werden. Ursprünglich untergliederte Ranquière diese Lebensform in 4 Subtypen. Die Halbsträucher, die Polsterpflanzen und dann aktive und passive Chamäophyten. Die letzten beiden wurden nach ihrer Geotropie, also dem Verhalten zur Schwerkraft und der daraus resultierenden Wuchsform, definiert. Geotropismus beschreibt die Bewegung einer Pflanze hin zum oder weg vom Erdmittelpunkt. Aktive Chamäophyten wachsen negativ geotrop, also nach oben und weg vom Erdmittelpunkt und daher gegen die Schwerkraft. Aber das Stützgewebe ist nicht ausreichend fest, um die Triebe aufrechtzuhalten, weshalb sie niederliegen. Passive Chamäophyten wachsen transversal geotrop, also sozusagen quer zur Schwerkraft und sind daher niederliegend. Da diese beiden Fälle jedoch heute keine Anwendung mehr finden, möchte ich hier die heutzutage meist verwendeten Subtypen zeigen. Als Chamäophyten werden die verholzenden und ausdauernden Zwergsträucher wie Heidelbeere oder Besenheide, die ausdauernden, aber nur an der Basis und älteren Trieben verholzenden Halbsträucher wie das kleine Immergrün, Thymian oder der Färberginster und Polsterpflanzen, die man wie die Hauswurz oftmals im Gebirge antrifft. Gezählt. Polsterpflanzen könnte man wieder mit dem Stressstrategen nach Grime vergleichen. Sie kommen dank ihres kompakten Wuchses mit extremen Standortbedingungen zurecht und haben dafür ein geringes Wachstum, aber sind durch ihre Überlebensstrategie im Vorteil und haben dort, wo sie eben vorkommen, weniger Konkurrenz. Man muss auch etwas aufpassen bezüglich der Sträucher, denn wie eben genannt, zählt ein Großteil von ihnen zu den Phanerophyten. Größe und teilweise auch die Verholzung machen hier den Unterschied. Die dritte Hauptlebensform stellen die Hemikryptophyten dar. Hier befinden sich die Überdauerungsknospen dicht an der Erdoberfläche, wo sie durch umgebende Erd- oder geringe Schneeschicht und abgestorbenes Pflanzenmaterial,
wie alte Blattscheiden oder andere Pflanzenstreu, halb verborgen und dadurch geschützt sind. Daher werden sie auch als Erdoberflächenpflanzen bezeichnet. 50% aller mitteleuropäischen Arten können dieser Lebensform zugeordnet werden. Daher gelten die Hemikryptophyten hier als dominierende Lebensform und Ronquière widmet ihnen ein eigenes Pflanzenklima. Hierunter fällt übrigens der Großteil der in Mitteleuropa vorkommenden Kräuter und Gräser. Eins darf man hierbei jedoch nicht vergessen, und zwar die Rolle des Menschen. Natürlicherweise wäre der Großteil Mitteleuropas bewaldet, mit Ausnahme der Sonderstandorte, zum Beispiel sehr feuchte Standorte wie Moore oder auch hohe Gebirgslagen. Daher strebt die natürliche Sukzession als Klimax, also quasi Endstadium, meist Waldgesellschaften an. Wenn wir uns umgucken, sehen wir aber verschiedene Offenlandbiotope. Und diese sind zum Großteil anthropogen geschaffen und Teil unserer Kulturlandschaft. Also auch vom Menschen und der Bewirtschaftung, zum Beispiel Mahd, Beweidung, Beackerung usw. abhängig. Der Mensch war es also, der die natürliche Vegetation verändert und auch Arten aus den natürlicherweise waldfreien Gebieten eingebracht hat. So erklärt sich auch der hohe Anteil an Gräsern und Kräutern an dieser Lebensform. Auch hier war die Einteilung der Subtypen nicht immer eindeutig. Im Original waren es Proto-Hemikryptophyten, Rosetten- und Halbrosettenpflanzen. Davon abgeleitet werden heute oftmals diese drei Subtypen unterschieden. Rosettenpflanzen wie zum Beispiel Löwenzahn, Frühjahrshungerblümchen oder Gänseblümchen, deren Laubblätter fast vollständig rosettenförmig am Stängelgrund angeordnet sind. Ausläufer oder Kriechstauden, wie zum Beispiel der kriechende Hahnfuß oder der kriechende Günsel, die, wie der Name schon verrät, durch Wurzelausläufer sich ausbreiten. Und Schaftpflanzen, wie zum Beispiel der gewöhnliche Gilbweiderich, Mädesüß oder Johanniskraut, die eine senkrechte Wurzel ausbilden und im Frühjahr aus diesem an der Erdoberfläche gelegenen Teil ihres derben Schaftes austreiben. Der Wortursprung aus dem griechischen Hemi, Kryptos, also halb verborgen, leitet uns gut über zu den Kryptophyten. Denn bei dieser vierten Hauptlebensform befinden sich die Überdauerungsknospen dans la terre, also im Boden bzw. Gewässerboden und verborgen. Sie werden manchmal Erdpflanzen genannt. Bei dieser Lebensform stirbt die oberirdische Biomasse ab und die unterirdischen verborgenen Speicherorgane mit den eingezogenen Reservestoffen überdauern die ungünstige Jahreszeit. Etwa ein Sechstel der mitteleuropäischen Arten sind dieser Lebensform zuzuordnen. Hier gibt es drei Subtypen, die Helophyten, also die Sumpfpflanzen, deren Speicherorgane in stark wassergesättigtem Substrat überdauern, zum Beispiel Rohrkolben, Kalmus oder auch Skirpusarten. Die Hydrophyten, also Wasserpflanzen mit Erneuerungsknospen am Gewässergrund. Hierzu zählen viele Potamogeton-Arten, also Laichkräuter, aber auch die Seerose. Und dann natürlich die Geophyten, die oftmals synonym mit den Kryptophyten verwendet werden, jedoch nur ein Subtyp sind. Daher sind viele Abbildungen, die ich gesehen habe und die mit Lebensformen nach Ronquière betitelt sind, nicht original Ronquière und müssten eigentlich weiterführend mit verändert nach Autor XY bezeichnet werden. Gut, zurück zu den Geophyten, die man nämlich noch weiter in fünf Typen untergliedern kann. Die Rhizomgeophyten, also zum Beispiel das Buschwindröschen mit Erneuerungsknospen an horizontalen Rhizomen, also unterirdischen Ausläufern. Die Zwiebelgeophyten, also zum Beispiel Bärlauch oder auch Schneeglöckchen, deren unterirdische Zwiebeln als Speicherorgane dienen. Die Wurzelknollengeophyten, also zum Beispiel den hohlen Lärchensporn oder auch das Schaboxkraut mit verdickter Wurzel, die eine Speicherfunktion erfüllt. Die Stängelknollengeophyten, also zum Beispiel den Winterling mit unterirdischer Sprossknolle und die Wurzelgeophyten, also zum Beispiel die Ackerkratzdistel, deren Wurzelknospen sich unmittelbar an der Wurzel befinden und dort überwintern. Ich weise hier darauf hin, dass die Übersetzung und die Beispielfindung sich schwierig gestaltete. Heute wird oftmals nur von Wurzel-, Zwiebel- und Rhizomgeophyten gesprochen. Daher ist auch eine Änderung der Zuordnung möglich. Diese Beispiele sind jedoch aus Ronquière 1905. Also, Kryptophyten umfassen sowohl die Helo-, Hydro- als auch die Geophyten. Daher können Geophyten und Kryptophyten nicht synonym verwendet werden. Kryptophyten sind der Überbegriff und daher wundert euch nicht, wenn sie in der anfangs gezeigten Tabelle der 10 von Ronquière gruppierten Typen nicht auftauchen. Sie sind ganz einfach in zwei Untergruppen dargestellt. Die fünfte Hauptlebensform stellen die Therophyten dar,
die die ungünstige Jahreszeit nicht selbst überdauern, da die Pflanze mit dem ersten Frost abstirbt, sondern welche in Form von Samen überdauern. Zu den Therophyten zählen alle einjährigen, also annuellen Pflanzen, die nur einmal blühen, einen Sommer mitmachen sozusagen, daher der Name, aber die dann absterben und deren Samen überwintern. Diese wiederum besitzen dann Anpassungen zum Überdauern der ungünstigen Jahreszeit. Wie bei den Geophyten können dieser Lebensformen etwa ein Sechstel unserer mitteleuropäischen Arten zugeordnet werden. Da es hier keine weiteren Subtypen gibt, starte ich direkt mal mit Beispielen. Einige Arten tragen diese einjährige Eigenschaft schon im Namen. So zum Beispiel die bekannte Sonnenblume, Helianthus annuus, die übrigens bei uns ein Neophyt, also nicht heimisch ist. Dass Pflanzen trotz kurzer Lebenszeit so groß werden, ist bei den Therophyten jedoch eher selten. Die meisten sind klein und verholzen nie. Weitere Beispiele sind der efeublättrige Ehrenpreis, die Ringelblume oder das Ackerlöwenmaul. Manchmal werden auch zweijährige Pflanzen zu den Therophyten gezählt, so oftmals der winterannuelle Klatschmohn. Man kann nämlich unterscheiden zwischen Wintertherophyten oder annuellen, die im Herbst schon keimen, in der Regel als Jungpflanze überwintern und dann im nächsten Jahr, also in der folgenden Vegetationsperiode, blühen, und Sommertherophyten bzw. annuelle, die im selben Jahr keimen, blühen und fruchten, also innerhalb einer Vegetationsperiode. Die Zuordnung lässt sich per Definition damit begründen, dass diese Pflanzen nur einmalig blühen und das erste Jahr, wenn, dann lediglich vegetativ erscheinen. Die Kurzlebigkeit zieht einige Charakteristika nach sich, die wiederum an den R-Strategietypen nach Grime erinnern. Denn diese Pflanzen sind die perfekten Ruderalstrategen. Sie wachsen unter kurzfristig guten Bedingungen, aber ohne Konkurrenten in sehr kurzer Zeit, bilden Blüte und meist sehr viele Samen und verschwinden auch nach der einmaligen Blüte wieder und die Samenbank ist in der Regel langlebig. Ranquière fand heraus, dass Therophyten mit bis zu 90% die dominierende Lebensform in den ariden, also den Trockengebieten sind. Die Samenbank überdauert nämlich lange Zeiträume, bis endlich ein Regenereignis stattfindet, keimt dann in kürzester Zeit und produziert eben möglichst viele neue Samen, die dann wiederum auf ihren Moment, zum Beispiel eben ein lang ersehntes Regenereignis, warten. Über solche Blütenphänomene wurde zum Beispiel mal zur Atacama-Wüste berichtet, wo sich die Bedingungen nur für eine kurze Periode änderten. Wenn allerdings die Bedingungen zum Beispiel durch Kälte ohnehin das Wachstum eher hemmen, dann geht dieser Plan nicht auf und es dominieren andere Lebensformen. Auch wenn die Konkurrenzstrategien zunehmen, beispielsweise wenn der Rohboden Humus akkumuliert, geht die Ruderalflur zurück und wird durch ausdauernde, vor allem Hemikryptophyten, abgelöst. Also dominiert diese Lebensform an nur kurzfristig günstigen Standorten, wie den Wüsten oder an solchen, wo den konkurrenzstarken und ausdauernden Arten das Leben schwer gemacht wird, zum Beispiel durch häufige Störungen und durch Offenbodensituationen, also Tritt, Befahren, Beweidung, Wildschäden und so weiter. Und das Wort Ephemeren, das vereint alle Pflanzen mit einer nur sehr kurzen Vegetationsperiode, also sowohl Therophyten als auch Frühjahrsgeophyten, die aber ja unterirdische Speicherorgane besitzen. So, dann sind wir mit den fünf Typen durch. Geht's einmal weiter zur Interpretation und Anwendung. Wie ich anfangs erzählte, nutzte Ranquière sein System, um anhand der Vegetation klimatische Unterschiede verschiedener Regionen und damit sogenannte Pflanzenklimate herauszuarbeiten. Dazu verglich er die prozentuale Verteilung der Arten auf die einzelnen Lebensformen. Er bezeichnete es als biologisches Spektrum oder auch Pflanzenklimaspektrum. Ohne konkretes Beispiel, aber anhand der Kopfzeile mit den 10 Lebensformen, schauen wir uns nun mal an, was er damit meinte und was er herausfand. Da sieht man denn, dass mit dem trockeneren Klima das Spektrum sich von links nach rechts verschiebt. Die größeren Phanerophyten nehmen ab, während Nanophanerophyten und Chamäophyten zunehmen. Wir hatten ja auch anfangs gelernt, dass die Angepasstheit von den schutzlosen Phanerophyten links zu den Therophyten rechts zunimmt. Daher folgerte Ranquière, denn die Therophyten sind zwar die am besten angepasste Lebensform, wo die Verhältnisse durch Abnehmen der Feuchtigkeit ungünstiger werden, während die Temperaturen jedoch ziemlich hoch sind. Wo aber die Grenze durch abnehmende Temperaturen gezogen wird, ist die Lebensform der Therophyten nicht mehr am Platz und das zeigt sich eben darin, dass sie im hohen Norden und in der Schneeregion der Gebirge verschwinden. Aus diesen biologischen Spektren wurden von Ranquière dann drei Hauptklimate herausgestellt.
ein Phanerophytenklima, er beschreibt es als vorherrschend in den Tropen, ein Hemikryptophytenklima, welches in der gemäßigten Zone vorherrscht, und eine Mischform dessen mit den Chamäphyten, welches vor allem die polare Zone kennzeichnet. In folgenden Ausführungen kommt, wie angesprochen, ein Therophytenklima hinzu, das durch klimatische Besonderheiten entsteht und zum Beispiel in den Wüsten als, also grob gesagt, Subtropen vorherrscht. Viel tiefer möchte ich in diese alte Theorie jedoch nicht einsteigen. Viele Beispiele und Texte in verschiedenen Sprachen findet ihr in all den verlinkten Originalwerken. Ich möchte lieber mal ins Hier und Jetzt schwenken. Anwendungen fanden die Lebensformen in Form von Spektren und finden es als sogenannte Lebensformspektren auch noch heute. Stets wird die prozentuale Verteilung der Pflanzenarten auf die Lebensformen untersucht. Das ermöglicht es, die standortlichen Lebens-, Nutzungs- bzw. eben Klimabedingungen zu analysieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, diese Analyse für verschiedene Höhenstufen der Vegetation durchzuführen. In diesem Originalbeispiel von Ranquer kann man deutlich sehen, dass Phanerophyten nur sehr gering vertreten sind und nach oben hin schnell ausfallen, während Chamä- und Hemikryptophyten die dominierenden Lebensformen sind. Sie scheinen also an die kalten und somit auch trockenen Bedingungen in diesen großen Höhen besser angepasst zu sein. Therophyten nehmen hier allerdings ab, während sie ja in den Trockengebieten dominieren. Stichwort ist hier, wie gesagt, die niedrige Temperatur. In anderen Studien, die ich mir angeschaut habe, wurden zum Beispiel deutlich gezeigt, dass auch die Artenzahl der Lebensformen mit zunehmender Höhe rapide abnimmt. Das heißt, der ursprünglich von Ranquer angedachte pflanzenklimatische Ansatz lässt sich durchaus wiederfinden. Auch für verschiedene Ökosysteme, zum Beispiel Wald oder Grünland etc., können die Anteile der verschiedenen Lebensformen analysiert werden. Im genutzten Grünland dominieren Hemikryptophyten mit Überdauerungsorganen nahe an der Bodenoberfläche. In Waldökosystemen stellen Bäume in der Regel die kennzeichnende Lebensform dar. Aber verschiedene Waldtypen unterscheiden sich teils deutlich voneinander. Im basenreichen, sternmeeren Hainbuchenwald haben wir einen hohen Anteil an Geophyten, also die Lebensform der Kryptophyten. Im bodensauren Birken-Stieleichenwald fallen sie gänzlich aus. Das lässt zum Beispiel Rückschlüsse auf die Bodenbedingungen zu. Und dass sich hier Geophyten finden, lässt sich damit begründen, dass sie eine Nische besetzen, nämlich die kurze laubfreie Zeit im Frühjahr, in welcher sie ihren Zyklus abschließen und die Reservestoffe unterirdisch speichern. Man kann natürlich die Vielfältigkeit der Arten und Formen immer mit einer Einnischung begründen. Denn je besser die Anpassung und je diverser die Anzahl der Anpassungen, desto mehr Lebensräume können erfolgreich besiedelt werden. Und noch etwas zum Wald. Einjährige Therophyten fehlen hier fast vollständig. Treten sie jedoch plötzlich stärker auf, so kann man auf veränderte Umweltbedingungen schließen. Störungen durch Tritt, Befahren, Kahlschlag, Windbruch. Abgesehen davon, dass man das als aufmerksamer Beobachter natürlich auch sehen kann. Naja, hier sind vielleicht auch die Zeigerwerte nach Ellenberg eine gute Ergänzung. Aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an. Von mir selbst angewandte Analysen und Diagramme kann ich diesmal leider nicht zeigen, da ich tatsächlich in noch keiner Arbeit oder keinem Kurs damit konkret gearbeitet habe. Dennoch wird das Thema bis heute gelehrt und in manch einer Vegetationsaufnahme werden diese Lebensformen sogar noch mit aufgenommen. Daher hat diese Methode auch noch heute Relevanz. Allerdings ist das System von Ranquer gemäß verschiedener Autoren keinesfalls eindeutig oder gar abgeschlossen. Er selbst ist sich dessen durchaus bewusst und schreibt daher meist selbstkritisch und macht deutlich: Im Übrigen will ich mich hier weder auf eine eingehende Begründung meines Verhaltens einlassen, noch auf eine nähere Charakterisierung meiner 30 Lebensformen. Er verweist stattdessen auf seine vorigen Werke und betont, dass es sicher noch vieles gibt, was man nicht wisse und auch Dinge, die ihm selbst bei der Klassifizierung Probleme bereitet haben. Einen Aspekt beschreibt er so direkt selbst, denn er berücksichtigt hier nur die Blütenpflanzen, nicht die kryptogamen bzw. niederen Pflanzen wie Moose, Flechten, Farne oder Pilze. Manche Pflanzen erfüllen Kriterien verschiedener Typen oder durchlaufen verschiedene Stadien. Junge Bäume im Wachstum, Wasserpflanzen mit Landformen oder überflutungstolerante Sumpfpflanzen. Und da Ranquer vor allem im nördlichen Mitteleuropa forschte, ist das System auch nicht weltweit bzw. für andere Klimazonen ohne weiteres anwendbar. Auch diesbezüglich fanden von manchen Autoren Weiterentwicklungen statt. Erweiterte Klassifikationen enthielten dann auch konkrete Höhenangaben der Überdauerungsknospen im Verhältnis zum Erdboden. Diese sind dann je nach Autor bei den Phanerophyten 30, 50,
cm oder gar 5 Meter über der Erdoberfläche gelegen. Ihr seht also, auch hier ist es wichtig, den Bezug klarzustellen, wenn ihr das System anwendet. Zum einen sagte ich ja bereits, dass dieses System zahlreiche Male zitiert und adaptiert wurde. Zum anderen gibt es auch Weiterentwicklungen durch Betrachtungen und Einbezug weiterer Merkmale. Das fiel mir zum Beispiel auf, da ich ja bereits ein Video zu den Strategietypen nach Grime herausgebracht habe. Und hier kann man ja durchaus Grundzüge wiedererkennen. Das habe ich ja auch erwähnt. Therophyten als einjährige Arten, die bei für sie guten Bedingungen schnell keimen und viele Samen produzieren und dann wiederum verschwinden. Phanerophyten, die oftmals verholzen und viel Energie in die Anlage langfristiger Biomasse stecken, statt in die Samenproduktion. Oder die Polsterpflanzen in den Gebirgen, die wahre Stressstrategen sind. Fassen wir also kurz zusammen. Ronquière veröffentlichte erstmals 1905 sein System zu den Lebensformen, welches im Laufe des Jahrhunderts mehrfach von ihm selbst und auch anderen bekannten Autoren angepasst und weiterentwickelt wurde. Das System gruppiert Pflanzen nach der Art der Überdauerung der ungünstigen Jahreszeit, also in der Regel den Winter oder auch Trockenperioden. Betrachtet wird dabei hauptsächlich die Lage der Überdauerungsknospen bzw. Organe. Die ehemals 30 Lebensformen wurden von Ronquière selbst auf 10 und schließlich auf 8 reduziert. Und heute werden meistens die hier gezeigten 5 Hauptformen, ebenfalls aus seinem Gesamtsystem ableitbar, verwendet. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Abstand der Überdauerungsknospen oder Organe zur Bodenoberfläche von den Phanerophyten hin zu den Therophyten abnimmt. Bei den Phanerophyten befinden sich die Überdauerungsknospen an aufrechten Trieben in einiger Entfernung zum Boden und sind auch außer gegebenenfalls durch Knospenschuppen kaum geschützt. Hier zählen zum Beispiel Bäume und Sträucher dazu. Bei den Chamäophyten befinden sich die Überdauerungsknospen in kurzer Entfernung zum Erdboden und werden durch die Schneedecke oder die Pflanze selbst geschützt. Hierzu zählen zum Beispiel die Zwergsträucher. Bei den Hemikryptophyten liegen die Überdauerungsknospen dicht an der Erdoberfläche und sind geschützt durch die umgebende Erd- oder Schneeoberfläche und abgestorbenes Pflanzenmaterial. Hierzu zählen die meisten unserer Kräuter und Gräser. Bei den Kryptophyten, die zum Großteil die uns bekannten Frühjahrsgeophyten umfassen, liegen die Überdauerungsorgane unter der Erdoberfläche. Die oberirdische Biomasse stirbt also ab. Und zu guter Letzt die Therophyten, die als annuelle Arten in Form von Samen überdauern. Die Pflanze selbst stirbt also vollständig ab. Viele Ruderalarten wie die Ackerbegleitflora fallen hier hinein. Die Beispielbilder habe ich euch unterbewusst in Form der Hintergrundbilder schon untergejubelt und würde mich daher an dieser Stelle verabschieden. Wenn Fragen auftreten, dann versuche ich natürlich gerne, sie zu beantworten. Euch wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß und Erfolg und natürlich herzlichen Dank fürs Einschalten. Tschüss mit Is, adieu mit Ö, liebe Leute, eure Linda von Landschaftsökologisch.